Hey Leute, ich bin Smack Maverick. Ja, mich haben viele Fragen erreicht, wie das mit der Vorwäsche aussieht. Wie muss ich das Waschmittel dosieren? Wann macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Ja, und deshalb habe ich mich entschlossen, dazu mal eine kleine Anleitung zu machen. Das Vorwäscheprogramm kann man ganz einfach hier bei der Waschmaschine einstellen. Das heißt also, dass vor dem Hauptwaschgang noch einmal eine Vorwäsche erfolgt, die dann sozusagen die Wäsche schon mal vorher einweicht und vorher schon mal etwas wäscht. Ja, wann macht ein solches Vorwäscheprogramm Sinn? Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr richtig verschmutzte Kinderkleidung habt. Also dieser Verschmutzungsgrad hier, der reicht noch nicht aus. Aber wenn das jetzt überall so dreckig wäre wie hier im Kniebereich, dann könnte man da schon mal über ein Vorwäscheprogramm bei dieser Buddelhose hier nachdenken. Natürlich lohnt es sich nicht, nur ein einzelnes Stück mit Vorwäsche zu waschen, was jetzt hier sehr stark verschmutzt ist. Dann lieber normal mit der Handwäsche einweichen. Es lohnt sich aber zum Beispiel, wenn ihr so einen Trikotsatz zu waschen habt von einer Mannschaft, die so eine richtige Schlammschlacht hinter sich hat, dann könnt ihr da mal die Vorwäsche einstellen. So, dann ist die Frage, wie schaut es mit dem Waschmittel aus? Es gibt ja einmal Pulverwaschmittel und es gibt Flüssigwaschmittel. Ja, man kann beides nehmen, man muss aber einige Sachen dabei berücksichtigen. So ist es zum Beispiel so, bei der Vorwäsche absolut kein Problem, dass ihr Flüssigwaschmittel nehmt. Das gebt ihr hier einfach in das Fach rein für die Vorwäsche, dann fließt das auch gleich in die Waschmaschine rein. Würdet ihr das jetzt aber dann auch bei dem Hauptgang hier mit reinfüllen, dann würde das auch gleich in die Waschmaschine gegeben werden und somit hättet ihr dann kein Waschmittel mehr für den Hauptwaschgang. Deshalb, ja, müsst ihr für den Hauptwaschgang auf jeden Fall hier Pulverform nehmen, weil dieses Fach wird dann erst nach ca. 20 bis 30 Minuten, wenn der Vorwaschgang fertig ist, hier nochmal das Waschmittel in die Waschmaschine spülen. Ja, wie gesagt, bei Flüssigwaschmittel würde es gleich hineinlaufen. Wenn ihr jetzt nur Flüssigwaschmittel zur Verfügung habt, dann müsst ihr halt mal schauen, wie lange dieses Vorwaschprogramm bei euch wirklich geht. Das sind wie gesagt 20-30 Minuten im Schnitt und dann müsstet ihr gegebenenfalls ja dann nochmal die Zeit abwarten und vorher dann hier das Flüssigwaschmittel nochmal einfüllen, damit ihr dann auch Flüssigwaschmittel zur Verfügung für den Hauptwaschgang habt. So, dann bleibt noch die Frage übrig, wie viel Waschmittel kommt denn jetzt hier für die Vorwäsche hinein? Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, weil das hängt damit zusammen, wie viel Wäsche ihr zu waschen habt, wie hoch die Wäsche verschmutzt ist, was für ein ja, Härtegrad des Wassers habt ihr. Aber dazu habe ich euch hier an dieser Stelle schon mal ein Video verlinkt, wo ich darauf eingehe, wie man Waschmittel richtig für den Hauptwaschgang dosiert. Und dann mache ich es einfach so. Die Menge, die ich für den Hauptwaschgang nehme, die halbiere ich und nehme sie dann eben für die Vorwäsche. Ja, ich hoffe, dass diese kleine Anleitung für euch hilfreich war. Wenn ja, dann würde ich mich hier über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacMaverick.